mal mit diesen, Transparenzsteuern in Europa anfangen. Ich meine, Sie alle kümmern sich drum. Einerseits, wie können wir es vereinfachen? Zweitens, Kanzleien, leider Herr Leitner ist ja schon weg, aber alle drei kümmern sich drum, wie kann man Kunden in ganz Europa betreuen und was bedeutet das dafür? Ich kann ja mal starten. Ich werde gleich was zu Steuern sagen. Das wird Sie nicht so interessieren. Vielleicht auch nochmal den Bogen spannen zu dem, was wir gehört haben. Ja, irgendwie in meinem Kopf bewegt sich sehr viel. Also wir haben total interessante Sachen gehört, auch ganz unterschiedliche Dinge. Und irgendwie, ich wüsste gar nicht so, wie ich das zusammenfassen soll. Ja, also eine Sache, die mir in den Sinn kommt, ist, es wurde ja gesagt, uns erwarten große Dinge. Ja, disruptive Veränderungen im System. Ja, und die Frage ist, welche Antworten geben wir darauf? Und ich glaube, viele von den Spielern, die hier vorgetragen haben, gehen so davon aus, es gibt so das System Amerika und das System China. Wir sind irgendwas dazwischen. Und es ist nicht gesagt worden, was das dazwischen ist. Und ich glaube aber, dass da was ist. Und diese Frage ist nicht gestellt worden. Also was ich mich frage, und ich war auch eine längere Zeit im Ausland, muss sich eigentlich unsere Demokratie verändern, um in 20 Jahren noch das zu sein, was sie heute ist, nämlich relativ erfolgreich. Ja, und das haben wir nicht gehört. Ich glaube auch gerade die politischen Akteure gehen davon aus, das geht hier so weiter. Diese repräsentative Demokratie, die wir haben, die wird so weitergehen. Aber die Covid hat uns gezeigt, dass wir eigentlich viel zu langsam sind. Ja, dass unsere Entscheidungswege viel zu langsam sind. Ja, so würde im Grunde ein Familienunternehmer würde so einen Laden wie Deutschland so nicht führen. Man hätte eine Vision, man hätte eine Strategie. Wir haben auch gerade gesagt, die autokratischen Systeme sind irgendwie auf dem Vormarsch. Ja, das empfindet man als Bedrohung. Man muss was dagegen tun. Ich würde die Frage stellen. Nicht zu finden? Warum sind die auf dem Vormarsch? Ja, nicht zu finden. Die sind zu finden. Aber man muss sich fragen, warum sind die auf dem Vormarsch? Ja, was machen die vielleicht auch richtig? Ja, und ich habe das gelernt in der Uni. Top-down ist immer schneller als Bottom-up. Wir haben sehr, sehr viel Bottom-up. Deswegen dauert das sehr, sehr lange. Vielleicht müssen wir uns da was abschauen. Vielleicht müssen wir uns auch fragen, ob die repräsentative Demokratie, wie wir sie haben, ist die wirklich repräsentativ? Ja, man könnte das überspitzt formuliert. Ist richtig, dass 700 Lehrer jetzt überspitzt Deutschland repräsentieren, was natürlich nicht richtig ist. Und im Grunde sozusagen schließen sich verschiedene Dinge daran an. Also wir haben verschiedene Panel gestern gesehen, die beiden, die fand ich sehr interessant. Das eine, ich sage mal New Economy und Old Economy. Die kamen aus ganz unterschiedlichen Richtungen und haben ganz unterschiedliche Ideen auch gehabt, ganz unterschiedliche Vorstellungen. Und weiß auch gar nicht, ob sie sich so untereinander so wirklich verstanden haben. Und das bringt mich auch wieder zu einem Gedanken. Warum sind die Grünen eigentlich so erfolgreich? Ich bin kein Fan der Grünen. Aber warum sind die so erfolgreich? Ja, weil ich glaube, die sprechen irgendwie die Sprache der U35 oder U30. Ja, ich habe gestern Herrn Koch gesehen mit Frau Neubauer und die haben sich hervorragend geschlagen untereinander. Aber wen würde ein U35 wählen nach diesem Gespräch? Herr Koch oder Frau Neubauer? Nein, nein. Aber verstehen Sie, was ich sagen will sozusagen? Da ist ein Punkt, wo die Politik sich Gedanken machen muss. Sprechen wir eigentlich die Sprache derjenigen, die da kommen? Ja? Und ich glaube, das sind wichtige Dinge, über die wir uns Gedanken machen müssen. Das bringt mich zu der Frage Vermögensteuer. Wir haben darüber gesprochen. Ja? Populistisches Instrument wurde es genannt. Und der Fuß hat zu Recht darauf hingewiesen, das ist ein gefährliches Spiel. Und wir sehen gerade auch das gefährliche Spiel. Wir sehen in gewisser Weise einen kleinen Exodus schon. Ja? Wir sehen ganz viele Unternehmer, vermögende Privatpersonen, die Deutschland verlassen. Und warum ist das so? Das ist nicht nur aus steuerlichen Gründen. Natürlich ist das so, dass Unternehmer, die zahlen ihre Steuern, Mindestbesteuerung hin oder her, die haben Furcht vor Substanzsteuern. Aber was hat uns Covid gelehrt? Ja? Es wurde auch irgendwann gesagt, irgendwie wird Arbeit, jedenfalls bestimmte Arbeit, wird jetzt so mobil wie Kapital. Ja, früher haben wir uns immer dafür gefürchtet, dass das Kapital, weil es sehr mobil ist, verschwindet. Und jetzt haben die Menschen gemerkt, ich kann von überall auf der Welt arbeiten und jetzt verschwindet Humankapital. Ja? Und mit dem Humankapital echtes Kapital. Ja? Und darüber sollten wir uns eben auch Gedanken machen. Und jetzt höre ich auch schon auf. Und übergebe das Wort hier an die Weite. Es gibt eben viele Dinge, die mir durch den Kopf gehen. Und ich glaube, die man so noch vielleicht beim nächsten Mal in Angriff nehmen könnte. Wir mal sehen, wie haben Sie es wahrgenommen, Herr Bär? Sehr spannend. Ich habe allerdings einen Aspekt tatsächlich vielleicht unterrepräsentiert gesehen. Vielleicht bin ich jetzt auch der Spielverderber, weil ich über so etwas Profanes wie Technik anfange zu sprechen. Wir haben auf ganz vielen Vorträgen das Wort digitale Transformation gehört.
Stimmen die dazu? Wird ein Gamechanger sein oder ist es bereits? Wenn man dann aber darüber spricht, du musst in Technik investieren, weil sonst verlierst du die Rendite von morgen, kriegst du auch noch Zustimmung. Wenn du dann aber sagst, du musst heute ein modernes System einführen, dann kommt das, was wir heute früh gehört haben, auch in der Technik durch, dann bewahren wir den Status quo. Es ist zu 130% getestet, können wir das vielleicht auch nicht noch schieben. Ich bin jetzt relativ lang in der IT unterwegs und ich kenne einen Satz, den ich eigentlich kenne, seit ich arbeite, in hektischen Zeiten wie diesen. Zumindest in der IT nimmt man den gerne und sagt, die technische Halbwertszeit halbiert sich, jetzt kann man streiten, wird sie nur schneller, ist sie exponentiell, aber es ist unstrittig, sie wird schneller. Und für mich ist das eine der größten, zumindest mal Fehlinterpretationen der IT, weil das heißt für mich zu Ende gedacht, nichts anderes, es wird nie wieder technisch so gemütlich, wie es heute ist. Gemütlich. Ja, aber ganz ehrlich, wenn Sie jetzt kein Argument mir sagen oder hören, warum sich dieser Trend verlangsamt oder zumindest mal gleich bleiben wird, heißt es, jede Investition, die ich von heute auf morgen schiebe im technischen Bereich, und das ist profanes Einführen von Technik, heißt, dass es morgen nicht nur weniger Zeit gibt, es wird teurer und ich verliere den Anschluss. Und ich habe manchmal den Eindruck, es wird einfach herausgesetzt, ich mache mein Handy an und Technik ist da. Das soll für den Anwender genauso sein. Aber als Unternehmer, glaube ich, muss ich schon auch dafür sorgen, mich manche dieser Investitionen zu trauen, auch wenn sie vielleicht noch nicht 130% seit 10 Jahren erprobt sind. Ja, Herr Achleitner hat es vorhin schon gesagt, wir sind super im inkrementell Verbessern. Wenn Sie neunmal hintereinander die Kerze verbessern, wird es keine Glühbirne. Und wenn wir an unserer heutigen Software ständig weiterarbeiten, dann müssen wir uns mal größere Schritte trauen. Und das ist das, was ich glaube ich noch dazugehört. Sonst werden wir diesen Wandel gegen China, diesen Wandel gegen Amerika, wobei allein das Wort gegen mich schon stört, ja. Ja, aber nicht mitmachen können, sondern da werden wir nur Zuschauer sein. Ja, also Sie haben sicherlich recht. Vieles ist aber wahrscheinlich in der Erprobung, in der Phase, in dem Dings. Die Frage ist nur, wer setzt den Hebel an, um zu sagen, du kannst größer werden. Sind das eben öffentliche Investitionen, sind es private Investitionen? Technik von heute ist auch immer eine große Frage, was man sich zulegt oder was man lieber als Service einkauft, weil morgen ist schon wieder eine neue da. Mhm. Willi Plattes weiß es auch, er ändert ständig sein Büro auf den neuesten Stand. Er kauft zu viel in diese Richtung. Nein, aber jetzt mal ernsthaft, das ist ja komisch, wir reden über die EU, wir können als Bürger gemeinsam sagen, okay, ich nutze genau das, ich gehe mal dort arbeiten, ich gehe mal da arbeiten, gerade jetzt in dieser Phase, wir haben immer mehr Nomaden, die gerne mal 2 Jahre da sind, Experts, die mal 3, 4 Jahre woanders sind. Das geht so weit, so gut in Europa. Wenn ich das aber mit meinem kleinen Unternehmen machen will, dann wird es schon schwieriger, Plattes. Ja, also vielleicht auch zuerst noch mal ein kleines Resümee, was die beiden Herren sagten und auch noch mal danke an dich, an die Moderation. Aber ich habe so das Gefühl, wir wollen die Welt verändern, wir wollen die Welt verbessern. Das sind gute Ansätze. Aber ich habe von meinem Vater schon gelernt, bitte groß denken ist gut, aber die kleinen Schritte des Umsetzens. Und wir haben ja eine Ankündigungspolitik und keine Umsetzungspolitik mehr. So, und es wird nur noch angekündigt. Und wenn wir das doch mal auf den Punkt nehmen, ich möchte, Ihr Satz eben, der hat mich fasziniert. Früher ist der Mensch zur Arbeit gegangen und heute geht die Arbeit zum Menschen. Und das sind dramatische Veränderungen, die wir haben. So, und was machen wir? Ne, wir müssen diesen immensen Wandel wirklich partiell umsetzen. So, und das ist etwas, wo wir uns zu verschrieben haben, auch mit diesem Format, was wir hier haben, diese Diskussion. So, also Sie haben auch eben gesagt, ich fand das faszinierend, ich weiß, dass Sie hier ein Haus haben und dass das nicht nur der Blutdruck ist, Ihr Aussehen, ja. So, aber das ist doch alles in Ordnung. Ja, also wir haben hier aus diesem Ding, haben wir gelernt, wir wollen eine Initiative Silicon Island aufbauen. Ja, so, also wir müssen mit irgendetwas anfangen. Und wir dürfen diese Basisschritte nicht vergessen. So, und die deutsche Finanzverwaltung für die Mittelständler, das wird auch total vergessen. Liebe Leute, wir haben am 01.01.2020 hat der deutsche Gesetzgeber diese profanen Grundsätze ordnungsgemäßer Buchhaltung verändert. Mhm. Da steht einfach drin, der deutsche Unternehmer muss im Ausland ein Buchhaltungssystem haben, wo ein internes Kontrollsystem integriert ist.
ehrlich gesagt, das hat fast keiner. Das haben die Großkonzerne, das habt ihr bei Kühne wahrscheinlich. Aber der normale Mittelständler hat das nicht. Der hat in Frankreich Loop, in Spanien hat der Atres, in Portugal hat der das, in Amerika hat er das. Wir haben unterschiedliche Steuersysteme, bla bla bla. So, wir haben mit dem Staatssekretär gesprochen, so. Und dann sagt er, ja, also wir sind ganz effizient aufgestellt. Wir werden das Steueraufkommen in Deutschland signifikant erhöhen, ohne Änderung der Steuergesetze. Demnächst kommt der Betriebsprüfer zu Ihnen ins Haus, guckt sich das an, guckt die Buchhaltung in Spanien, in Österreich oder wo auch immer an, guckt, ist da ein IKS vorhanden? Der findet das nicht. 80% der Mittelständler haben das nicht. Dann trinkt er seine Tasse Kaffee aus, geht in das Amt, verwirft die Buchhaltung und schätzt. Das ist das Ergebnis. Ganz pragmatische Vorgehensweise. Das nennt die Finanzverwaltung Effizienz. Ja? Und dann kommt ein kleines Schreiben mit die Tax Compliance. Ja, Tax Compliance stimmt nicht mehr. So, und ja, also das ist fantastisch. Ne? Aus Sicht der Finanzverwaltung ist das fantastisch. Das führt zu echten Doppelbesteuerung. Ja? Sie haben keinen DBA-Schutz mehr, nichts, alles futsch. So, also bitte, wir müssen uns einfach darüber Gedanken machen, wie agieren wir auf der Basis. Ja, also ich möchte das Format nicht kaputtreden oder kleinreden, aber bitte, wir müssen, das Ding heißt neu denken, das muss auch heißen neu handeln. Und ich möchte in die Umsetzung gehen. Und da bin ich auch froh, dass Professor Bär hier als zukünftiger Vorstand, sind ja nur noch wenige Tage, ja, er hat sich dieser Initiative auch angenommen, was ich jetzt gerade gesagt habe. So, also das Fatale ist ja, DATEV ist Marktführer in Deutschland, ich glaube 85% oder 87% Marktanteil oder sowas habt ihr. So knapp drunter, dass das Kartellamt meckert. Ja, okay, gut. So, und die deutschen Steuerberater, die gehen hin und sahen ihren Mandanten diese Veränderung nicht. Warum machen sie das nicht? Weil sie keine Lösung haben. Ja, also das ist auch eine ganz pragmatische Vorgehensweise. Also ich benenne das Problem nicht, weil ich keine Lösung habe. So, und hier haben wir uns auch jetzt zusammengeschlossen. Da versuchen wir was zu ändern und da haben wir ein System entwickelt, in dreijähriger Zusammenarbeit, so was wir jetzt weltweit ausrollen. So, und das ist für uns neu handeln. Und das möchte ich, das möchten wir als Initiatoren, das möchten wir haben, dass hier so viele Dinge wirklich auch ja, als Saatkörner vielleicht ausgestreut werden, damit dieses neue Handeln nach vorne kommt. Damit bin ich durch. So schnell? Kann gar nicht sein. Ich glaube, die anderen Steuerberater können vielleicht auch gar nichts dafür. Vielleicht wissen sie das so im Detail auch noch gar nicht oder haben vielleicht auch manchmal die Kunden, die nicht ganz so alles sagen, was sie so haben oder wie auch immer dem sei. Also man darf jetzt, glaube ich, den anderen Kollegen nicht nur die Schuld in die Schuhe schieben. Nein. Sondern das ist ja auch wirklich eine sehr hochkomplexe Geschichte, die es da gilt, zusammenzubinden. Und dass das gelungen ist, finde ich ja erstmal schon einen tollen Schritt. Aber ich meine, auch im letzten und vorletzten Jahr haben wir immer wieder über diese Steps geredet, die im europäischen Verbund sozusagen ja nur möglich sind, manchmal besser möglich waren. Aber das ist eben für Kunden, die man hat, die international tätig sind, die jetzt, sage ich mal, nur in Europa tätig sind, immer noch nicht einfacher ist. Absolut, das ist so. Und da wird auch die globale Mindestbesteuerung nichts dran ändern. Ja, das sehe ich so, wie Herr Fuß. Ja, und vor allem, da stehen ja noch viele Fragen dahinter. Das ist ja auch, wenn man ehrlich ist, ein bisschen was Populistisches. Ich fand das schön, die Zahlen, die Sie vorhin genannt haben, mit Steuervermeidung. Wie viel wird eigentlich wirklich von deutschen Unternehmen über die Grenze transportiert? Das wäre auch mein Empfinden gewesen, dass das sehr wenig ist, weil wir solche Dinge nicht beraten. Und ich könnte ja auch noch eine Frage stellen. Was glauben Sie denn, wie viel Prozent des Gesamtsteueraufkommens kommt denn aus der Körperschaftssteuer? Zwischen 3 und 4%. Das ist, ehrlich gesagt, könnte man die auch abschaffen. Mhm. Ja, dann hätte ich ein bisschen weniger zu tun, d'accord. Ja, aber über viele Dinge reden wir hier. Und wenn wir ehrlich sind, geht es da auch eigentlich nur um Politik. Ja, und wenn man jetzt die globale Mindestbesteuerung ernst nehmen würde, was wir ja tun könnten, ist, dass wir sagen, die Gewerbesteuer brauchen wir, die brauchen wir für die Gemeinden und das kriegen wir politisch ja gar nicht hin, die abzuschaffen. Das haben sich schon viele dran verhoben. Ja. Und dann rechnen wir einfach die Gewerbesteuer auf die Körperschaftssteuer an.
Mit einem Schlag hätte man sogar die ganzen Niedrigsteuergemeinden ausgetrocknet, weil niemand hätte ja mehr Interesse daran, so eine niedrige Gewerbesteuer zu haben. Ja? Also nur als kleine Idee, ja, was man handelnd machen könnte. Ja? Also das sind jedenfalls mal Gedanken. Sie wollten den Moment noch, erst Herr Professor Pierre. Ja, ich würde einen Punkt gerne aufgreifen von beiden Kollegen. Wir haben digitale Transformation jetzt ständig gehört. In Summe, da gibt es eine neue Chance. Da kann ich neue Märkte erobern. Ich glaube, es gibt noch einen zweiten riesigen Einsatzmarkt, der ein bisschen unterschätzt wird. Und gerade im Bereich Steuerbereich absolut unterschätzt wird. Egal wie die Bundestagswahl ausgeht. Ich habe jetzt auch schon ein paar in der DATEV mitgemacht. Man könnte streiten, wird es mehr, wird es weniger, wird es gerechter, wird es nicht gerechter. Die Diskussion will ich gar nicht führen. Ich habe noch nie erlebt, dass es danach einfacher wurde. Und was man schon tun kann mit digitaler Transformation, wenn man es richtig tut, Komplexität für den Anwender beherrschbar. Und jetzt bin ich bei dem Thema, was Willi Plates gerade gesagt hat. Dann kann ich auch den Steuerberatern und über die Steuerberater den Mittelständlern, der sich nicht in dieser Thematik einlesen will und, sind wir mal ehrlich, auch gar nicht einlesen kann, eine Chance geben, durch Digitalisierung diese Komplexität nicht wegzukriegen, aber beherrschbar zu machen. Mhm. Und ich glaube, den Punkt, den können wir in Deutschland schon noch deutlich besser ausbauen. Nicht nur zu sehen, was kann ich mit neuen Sachen tun, aber was kann ich auch mit heute sehr komplexen Sachen, sie zumindest beherrschbar zu machen, wenn ich sie schon nicht weniger komplex kriege. Genau, man muss ja nicht immer ein eigener Zeltaufbauer sein, man muss nur jemanden kennen, der ein Zelt und das aufbaut. Das ist eben das Prinzip dabei. Wenn wir jetzt mal den politischen Tag gestern Revue passieren lassen, es waren viele auch dabei, auch bei den jungen Unternehmern, auch bei Sana Röser, viele, die sagten, da liegt doch eine ganze Menge Skepsis jetzt schon sehr deutlich bei vielen Mittelständlern in der Luft. Was könnte denn da bei der Wahl rauskommen? Und was machen wir eventuell präventiv schon mal? Heißt das, gehen wir schon mal über die Grenze oder gehen wir nicht über die Grenze oder wie sehen Ihre Kunden das? Ist da sehr viel Gelassenheit oder ist da sehr viel, ja, ich sag mal, Unruhe ein bisschen? Ja, das ist schon so, wie ich es gesagt hatte. Da ist in der Tat eine gewisse Unruhe, weil man eben nicht weiß, was dort kommt. Ja, und ich hatte es gesagt, Vermögensteuer, Erbschaftssteuer, also jede Form von Substanzsteuer, das verschreckt eben gerade den starken Mittelstand. Ja, und das ist das, was wir gerade sehen. Wir sehen, dass sich viele vorbereiten, entweder vorbereiten und sagen, lieber Herr Schönfeld, bereiten Sie mal was für den 26. Oktober vor. Und wenn es rot-rot-grün oder grün-rot-rot wird, dann sind wir in jedem Fall weg. Wenn was dazwischen kommt, dann reden wir miteinander. Aber bitte haben wir einen Plan, dass wir hier den Stecker ziehen können. Was wirklich verrückt ist. Und dann gibt es natürlich auch die, die das jetzt einfach machen, aus den besagten Gründen. Das hat nicht unbedingt was damit zu tun. Ja? Das ist nicht der ausschlaggebende Grund. Aber in Verbindung mit dem, dass man von heute überall auf der Welt arbeiten kann und sich im Grunde dort die Bedingungen sucht, ja, wo man mit seiner Familie leben will. Ja, vielleicht bei besserem Wetter, nicht heute. Aber das führt halt in der Kombination dazu, dass wir jetzt gerade wirklich viele sehen, die Deutschland verlassen oder sich eben vorbereiten. Ja. Und das, glaube ich, muss die Politik wirklich im Blick haben. Und deswegen, ich fand den Hinweis von Herrn Koch sehr gut, dass das ein bisschen Spiel mit dem Feuer ist, mit der Vermögenssteuer dort. Ja. Ganz klar. Also ich komme noch mal ein bisschen auf die Praxis zurück. Also es ist jetzt ein Gesetz in der Vorbereitung. Durch einen Finanzausschuss ist es durch. Und das sollten wir uns auch alle mal fragen, wie die Finanzverwaltung mit Europa umgeht. Wir haben bisher eine Wegzugsbesteuerung, das ist alles in Ordnung. Und innerhalb Europa ist ja diese Wegzugsbesteuerung, wird die bis jetzt zinslos gestundet bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Bis zur Veräußerung, genau. Bis zur Veräußerung oder Erbe oder wie auch immer. Ja? So, das ist EU-rechtlich einwandfrei, das ist auch durchgeklagt worden. So. Und jetzt macht die deutsche Politik, Finanzpolitik, macht Folgendes. Sie beschließt, dass ab 1. Januar nächsten Jahres die innerhalb von Europa nicht mehr zinslos gestundet wird, sondern in 7 gleichen Jahresraten zu zahlen ist. Also, wenn Sie von Hamburg nach München ziehen, passiert gar nichts. Wenn Sie von Hamburg nach Wien ziehen, haben Sie die Auflösung der stillen Reserven zu versteuern und in 7 gleichen Jahresraten zu zahlen. So, das ist EU-rechtswidrig. Das wissen die Jungs und machen es trotzdem. Also die sagen sich auch, das dauert erst mal Jahre, bis da geklagt wird. Rechtsstaat war gestern. Also, wir sind da ja was am Vorbereiten. Bitte, du als Professor kannst das besser rechtlich erklären.
Ich glaube in der Tat, dass das, dass das ein klarer Verstoß gegen Urrecht ist. Und ich kann hier ein bisschen meinen Doktorvater Wolfgang Schönen zitieren, der ja nicht dafür bekannt ist, besonders reißerisch unterwegs zu sein. Ein sehr ausgewogener Mensch, den ich sehr schätze. Und der hat letztens auf einer Tagung eben auch zum Ausdruck gebracht, dass im Grunde das ist die Todsünde, ja, an den Grenzübertritt natürlicher Personen. Wir reden nicht über Unternehmen und den Verbringung eines Krans über die Grenze und dergleichen. Sozusagen den Grenzübertritt einer natürlichen Person derart gravierende steuerliche Konsequenzen zu ziehen, obwohl es mildere Maßnahmen gäbe. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass das gegen EU-Recht verstoßen wird. Und man muss ja sehen, wie ist eigentlich die Stundung ins Gesetz gekommen. Das war vor 15, 16 Jahren. Das war auch nicht freiwillig, sondern hat die EU-Kommission Deutschland im Rahmen eines Vertragsverletzungsverfahrens dazu gebracht, diese Stundung einzuführen. Und jetzt wird sie wieder abgeschafft. Also das schließt auch ein bisschen den Bogen zu dem, was wir so gehört haben in den zwei Tagen. Ja, im Grunde Rückkehr des Nationalstaats. Ja, bauen wir wieder Grenzen auf? Ja, wie gehen wir wirklich mit der Freizügigkeit um? Und für mich ist das ist eine Kerngrundfreiheit, die Freizügigkeit. Deswegen bin ich fest davon überzeugt oder hoffe es zumindest, dass das vom EuGH scheitern wird oder das, was wir jetzt machen, dass wir eine Beschwerde vorbereiten an die Europäische Kommission. Das kann jeder Mensch tun. Also Sie können das auch tun. Ich kann Sie nur aufrufen, sich uns anzuschließen und die EU-Kommission zu bitten, sich das mal ein bisschen näher anzusehen. Tja. Spannende Zeiten auch für die nächsten Jahre. Ja, nee, es klingt, also einerseits, ja, im ersten Schritt würde man sagen Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, zweitens ist es, aber das haben wir ja bei vielen bürokratischen Vorgängen, aber ansonsten ist es natürlich richtig, dieses Europa wird eigentlich immer wieder nationalstaatlicher und unfreier, als wir es eigentlich gerne hätten. Und das wird sicherlich auch noch mal ein größeres Thema im nächsten Jahr dann sein, sollten wir, glaube ich, mal dazu machen, damit wir uns da auch bewusst werden, was wir dadurch verlieren, wenn das so weitergeht in dieser Tendenz.